Hallo und herzlich willkommen zurück am heutigen. Moment. Da sind wir. Am heutigen Freitag. Ja, ist schon wieder Freitag. Es ist schon wieder Freitag und es wird wieder Zeit, dass es hier losgeht in der Milliarden-Challenge oder dass es hier weitergeht in der Milliarden-Challenge. So, und ich wollte eigentlich die neuen Produktionen liefern. Irgendwie habe ich aber das falsche Feld hier ausgewählt. Und von daher, ja, ist es jetzt so gelaufen, dass es irgendwie nicht gelaufen ist. Jetzt einfach mal hier rüber. Zack. Jetzt gucke ich. Und? Nimmt er irgendwas? Ah ja. Er nimmt ja was. Ei. Ei. Weg ist es. Weg ist es. Ah, wo ist es? Warte. Da sind die Paletten. Ja, da sind sie doch. Da sind die Paletten. Wunderbar. Hier sind Stapler, Hubwagens und. Mein Gott, so viele Dinge hier. Ah, ja. So, jetzt wollen wir uns gucken. Ich weiß gar nicht. Ach, das habe ich die Ketchup Mayo Produktion gewesen, ne? Okay, so, was haben wir hier? Sehr eng hier alles. Vor allem ist hier ein Zaun drum. Also sehr, sehr unangenehm hier. So, und? Ah ja, hier hat jetzt die Kartons aufgefüllt. Sehr schön, sehr schön. Aha, hier muss man laden. Hier kann man laden. Eieiei, ach schön. Schön gemacht mit dem Rohr hier. Sehr schön. Also irgendwie. Der Hänger. Andy hat einen kleinen Hänger. Ich glaube, wir können hier rechts rausfahren. Sehr schön. So. Gibt es hier einen Zaun? Ne, Gott sei Dank gibt es hier keinen Zaun. Hier gibt es keinen Zaun. Okay, aber hier. Da ist einer mal hier. Irgendwas wird hier irgendwo blockiert. Hier wird es schon mal nicht angenommen. In der Eisfabrik. Die Eisfabrik nimmt auch kein Papier. Okay. Ach doch, hier hinten ist immer ein Zaun. Komm hier noch raus. Schweinefutter oder was? Die Schweinchen und der Futter gehen mit mir nach Kalkutta. Da kommt irgendwie Wasser hin oder was? Keine Ahnung. So. Dann würde ich sagen, können wir den Rest hier wegbringen. So, ich würde sagen, ist hell genug jetzt. Weil ne, noch mehr Zeit müssen wir jetzt hier nicht wieder noch verplempern. So. So, Zone 30. Okay. Hey, so, dann müssen wir uns mal ein wenig mit der Ernte noch beschäftigen. Was können wir ernten? Was können wir nicht ernten? Das werden wir jetzt gleich sehen. Ah, hier, guck mal. Feld 77, 76. Das ist, oh, guck mal, so viel. 15, 16, 19, 59. Alles erntebar, Freunde. Alles ist erntebar. Wunderbar. Können wir hier jetzt direkt mal in die Vollen hier gehen. So, springen wir mal als erstes hier in den Teaser. Und dann wollen wir den Teaser hier ein bisschen hier mal aktivieren, die DJ. So. Wunderbar. Hervorragend. So, und ich gehe mal davon aus, dass wir hier sogar schon einen Feldkurs haben. So, 59. 50. Nee, haben wir nicht. Warum ist das eine Arbeitsbreite von 12 Metern? Und das kann ja nicht so ganz richtig sein. Ob es sind 12 Meter, Tatsache. Okay.
Okay, dann müssen wir das hier mal neu berechnen. Moment mal eben kurz. So, dann bin ich wieder zurück. Ja, meine Frau ist gerade nach Hause gekommen mit der Enkelkinderchen. Also das heißt für mich, ist jetzt auch gleich Feierabend. Aufnehmen habe ich doch nicht das geschafft, was ich wollte. Schade, schade, schade. Hä? Was ist das denn jetzt? Hallo? Was ist denn jetzt? Ah ne, alles klar, er erntet, alles gut. Ich dachte gerade schon, hä, was ist das denn jetzt? Sieht ein bisschen komisch aus. Aber ne, ne, ist alles gut. Sind die Halme hier? Wunderbar. Ah, müssen wir hier mal einen Kurs generieren? So, genau. So, Anzahl Vorgewände, machen wir mal hier 4. Ne, 6. Weil, ne, habe ich im Moment jetzt keine Zeit für das selber zu tun. Da werde ich das ernten lassen. So. So, müssen wir eben speichern hier. Mal speichern. Okay, so. Dann müssen wir das hier auf Feld 59 logischerweise einstellen. So. Dann sagen wir hier Start. Wunderbar. Haben wir schon. Brauche ich nur noch. Hä? Achso. Okay, so. Das heißt, der ist ja auch am Start. Wunderbar. So, jetzt müssen wir mal gucken. Der erste ist ja am Start. Das heißt, jetzt müssen wir mal hier. Jetzt haben wir ja Feld 19 drauf. Ach, das meiste drauf, ne? So. Ja, das heißt, fangen wir mit Feld 19 Mais an. Das heißt, hier brauchen wir das große Maisgebiss hier. Guck mal, der Herbst, ey, schön, ne? Mit den Blättern, die Farben, ach herrlich. So, jetzt, ich gucke nicht, die Aufnahme wieder, oder ne, das Aufnehmen unterbreche und dann auch aufhöre hier. So, mal gerade gucken, wie hoch ist das Gras hier, welche Gras, erntereif, naja, okay. Ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ey, hurra. Ich würde da eher noch einen Monat warten. Ja. So, achso, zu Feld 19 wollte ich noch. Was wird denn hier blockiert? Das habe ich immer nicht geguckt. Ah. Wurde schon mal aufgefüllt. Wenn die da an der Heckland kommen. Oder am Schiff würde man Bug sagen. Aber wir sind nicht am Schiff. Ach, herrlich, dieser Sound, ne? Ach herrlich, jetzt sagen sie, die Sonne hier auf. Wird blockiert. Was ist denn das? Immer noch blockiert. Mann. Kann doch nicht sein, ey. Muss dann hier alles wieder selber machen, damit das immer wieder funktioniert.
Der Mais, der reife Mais, da ist er. Können wir jetzt hier vom Feld holle. Wird sein, dass ich jetzt nachher ausfahren muss. Ah ne, der war schon ausgefahren. Okay, schwer ist ihn einzufahren. Mhm. Sehr unangenehm. So, mal gucken, haben wir denn einen Kurs dafür? 18 Meter. 18 Meter vor. Wahnsinn, oder? Ich liebe dieses Teil. So, Kursladen. Feld 19. Ah, hier, 18 Meter haben wir noch hier. So, hier Kursladen. Aber ich glaube, das ist eher zum Kalken, oder? Der Kurs. Achso, man muss hier drauf gehen, ne? Ja, ja, genau, das ist der Kalkkurs. Den kann man, kann er nicht nehmen. Jawoll, wir kommen auf Mais. Wir brauchen Mais, Freunde, wir brauchen Mais. So, eben schnell den Kurs generieren. So, 18 Meter, zwei Vorgewände, längste Kante, jawohl. So, Feldgrenzen lassen wir mal schön da, wo sie sind. Okay, so. Okay. Dann wollen wir eben hier speichern. Ah, jetzt geht ja. Kann jetzt nicht wahr sein. Hat er mich dann auch herausgeholt aus dem Fenster. So. Dann kann er hier starten, Feld 19. Da muss man ja klar noch jetzt einen Fahrer hier finden, der den ganzen gleich abtankt. Und dann ist er gut. So. Ja, ich darf mich verabschieden für den heutigen Sonntag und wünsche euch einen guten Start morgen in die Woche. Das war's von mir, euer Andy und bye bye.